Hallo und herzlich willkommen aus dem virtuellen Schwabenländle. Das wird jetzt das letzte Update von meinem Stuttgart-Projekt sein, was ich vor 4-5 Jahren angefangen habe. Denn ich bin an den Limit des Spiels angekommen. Es lassen sich teilweise keine neuen Straßen, Stromleitungen oder ähnliches bauen, weil die variablen Plätze belegt sind. Das Spiel läuft jetzt hier mit allen DLCs und der Spielstand benötigt auch so ziemlich alle DLCs, weil ich hier einige Dinge gebaut habe, die halt in der Vanilla-Version nicht vorhanden sind. Das heißt, wer Vanilla Stuttgart spielen möchte, der soll sich einfach eine ältere Version des Spielstands herunterladen. Und ich fange jetzt einfach mal mit den Veränderungen an, die hier passiert sind. Also wir befinden uns gerade hier über den Fildern praktisch im ganz Süden Stuttgarts, an der Grenze zur Filderstadt, und da ist ein wenig was passiert. Also wer sich in Stuttgart ein bisschen auskennt, das soll hier das Kreuz-Degerloch darstellen. Auf der rechten Seite ist Fasanenhof und auf der linken Seite NBW City. Im hässlichen Style von Berlin. Eigentlich müsste ich den Style da ändern, aber das mache ich wahrscheinlich nicht. Und diese Bauten stellen hier Leitfelden echter Dinge dar, während hier die B27 praktisch verläuft. Dann schauen wir uns mal den Stuttgarter Flughafen an. Die Bauten am Flughafen sehen gerade auch nicht besonders modernistisch aus und der S-Bahn-Haltepunkt befindet sich in dem Fall oberirdisch. So sehen die Vanilla-Flughäfen von City Skylines aus, einmal der Personenflughafen, einmal der Warenflughafen. Und das zum Vergleich ist die Länge der eigentlichen Startbahn von hier bis da, die mir das Overlay praktisch rausgespuckt hat. Man muss ja auch bedenken, das Overlay, was ich verwende, ist die Größe minus ein Drittel, weil die Stadt einfach viel zu groß ist und in dieses Spiel nicht reinpasst. Also kann man hier wunderschön die Startbahn betrachten und die A8, wenn mich nicht alles täuscht, Richtung Kreuz Stuttgart. Was hier noch neuerdings entstanden ist, ist Pliningen, soweit es möglich war, mit der Hauptverkehrsader der Filderlinie, die auch hier relativ stark befahren ist, weil es die kürzeste Verbindung zu der Innenstadt von Stuttgart ist. Das da ist Birkach oder soll es als solches darstellen mit Friedhof, und das soll die, das ist das Steckfeld. Da gibt es zwar ein bisschen höhere Gebäude, aber nicht so fette, und ich habe hier einfach diese ökologischen Gebäude aus City Skylines genommen, weil die eigentlich ziemlich cool wirken, nur dass die jetzt hier viel zu dicht gewachsen sind. Ja, dieses kleine Ding hier, das ist die Uni Hohenheim mit passenden Park drumherum mit Gärten. Ich wollte jetzt hier keine Stunden investieren. Ich habe, glaube ich, mehr als 100 Stunden jetzt in den ganzen Spaß innerhalb von 5 Jahren investiert. Das war mir relativ viel Aufwand. Ich will es halt mal nicht übertreiben, weil irgendwo ist auch gut. Ja, hier ist der Haltepunkt. Ich glaube, der heißt hier irgendwie Pliningarbe oder weiß ich nicht. Und da verläuft die Stadtbahn. Über die technische Zusammensetzung zeige ich noch später Sachen in dem Video. So, diese drei Krankenhäuser sollen den Amselwald darstellen. Der Grund war ja, dass ich halt den Fernsehturm im Hintergrund habe und dann diesen hässlichen fetten Block im Horizont von der Autobahn aus gesehen, dann wirkt das Ganze relativ realistisch. Also das soll hier den Amselwald darstellen. Dann gehen wir mal weiter, was es für weitere Veränderungen gab. Also ich habe mir hier jetzt etwas Arbeit reingesteckt und versucht, hier Fasanenhof irgendwie darzustellen. Das ist eigentlich so eine Siedlung aus den 60er Jahren oder 50er Jahren. Die präsentiert sich durch diese Öko-Gebäude auch eigentlich relativ cool. Und wie ihr sehen könnt, es fahren jetzt auch die Stadtbahnen in relativer Nähe der richtigen Strecken, wie sie sollten. Und parallel dazu gibt es noch ein U-Bahn-Netz. Und es gibt natürlich auch Stau, was ich finde ich beim Nachbau von Stuttgart extrem wichtig finde, dass da Stau vorhanden ist. Und ich glaube, hier habe ich es über die Fahrspuren irgendwie vertauscht, das kann sein. Ja, dann habe ich hier aus diesen Industries DLCs einfach Felder gebaut, weil auf den Feldern gibt es halt Haufen Felder und da wird auch das großartige Filderkraut angebaut, wo man zu dieser Jahreszeit auch perfekt riechen kann. Ja, dann das SI-Zentrum ist jetzt nicht so aufregend, ist einfach nur so ein Konzerthalle und irgendwelche Aquarien. Eigentlich müssten hier auch dann ein paar höhere Gebäude stehen. Ja, und jetzt kommt hier so, ich glaube, das Möhring oder
wie diese tolle Ortschaft heißt. Das sollte einen See darstellen, aber neuerdings trocknen die Seen in City Skylines aus und ich hatte keine Möglichkeit, das permanent vernünftig mit Abwasser aufzufüllen. Und dann kommen wir nach Vaihingen, da gab es einfach die größten Veränderungen. Da habe ich einmal das Industriegebiet hier komplett überarbeitet. Es gibt jetzt hier die Stuttgarter Straßenbahnzentrale und ein schönes Industriegebiet, was in ein Wohn- und Gewerbegebiet übergeht. Hier stehen eigentlich zwei, drei größere Gebäude. Das habe ich jetzt versucht durch diese Bürohäuser hier anzudeuten und ich habe den Bahnhof Vaihingen auch umgebaut, weil der in Wirklichkeit auch haufenweise Gleise hat. Und so wirkt das Ganze hier ein bisschen interessanter. Dann haben wir hier den Ortskern, der praktisch in so ein Businessviertel hier rüber geht. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch so ein fettes Business-Ding. Da sitzt, glaube ich, Microsoft, IBM und der ganze Kram. Der Bereich hier der Autobahn wurde auch etwas umgebaut, damit das der Realität entspricht, dass man von der Seite der Autobahn runterfährt und dann Ampeln und ein kleiner Tunnel kommt. Und dass die Auffahrten irgendwie passen. Da drüben ist die Uni. Weiter habe ich Vaihingen jetzt hier nicht ausgebaut, aufgrund der Limits. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Hier ist nochmal die Autobahn, die halt den Ort verlässt Richtung Kreuz Stuttgart. Hier, glaube ich, befindet sich eine Kaserne oder sowas in der Art. Das fehlt jetzt hier natürlich auch in diesem Nachbau, weil Limits. Ich glaube, jetzt durch das neue DLC haben sie die ein bisschen gelockert, aber das... Ich glaube, ich baue 3-4 Straßen und dann sind die wieder da. Ja, verlassen wir mal Vaihingen. Man kann es sich nochmal in Ruhe anschauen. Hier als so ein großer Businessbereich, der über den Feldern hier praktisch thront. Hier unten ist Kaltental, da gab es nicht viele Veränderungen. Ich habe noch ein bisschen die Bahnlinien hier überall angepasst, aber die funktionieren halt nicht richtig. So, und da sind wir halt auch in der Innenstadt praktisch, Stuttgarter Westen, sieht man einen Fernsehturm. Hier habe ich auch wenig Änderungen gemacht, also ich habe den Bahnhof praktisch jetzt in einen Kopfbahnhof umgewandelt, weil das mit den neuen DLCs möglich war. Irgendwelche Züge fahren da tatsächlich lang. Einen quergestellten Bahnhof unter der Erde habe ich noch als Mod-Objekt nicht gefunden, sonst hätte es den vielleicht irgendwann mal gegeben, um zu sehen, wie die Zukunft aussieht. Genauso wenig habe ich mich auch in die Stadtautobahn gewagt, weil das einfach zu kostspielig ist, jede Ausfahrt vernünftig nachzumodellieren, wie sie wirklich ist und das extrem viel Zeit kostet und ich die hier nicht reinstecken wollte. Eine weitere Neuerung ist, dass oberhalb des Fernsehturms ist jetzt Sillenbuch dazu gekommen als eine sehr gemütliche Einfamilienhäusersiedlung. Ein gutes Viertel, was über der Stadt halt thront. Und Ostfeldern, ihr müsst es mir verzeihen, aufgrund von Limits seid ihr einfach nicht existent. Ich habe bis zur Stadtgrenze gebaut und alles, was außerhalb der Stadtgrenze ist, größtenteils ignoriert. Deswegen sind hier nur einzelne Straßen angedeutet. Ich glaube, hier hinten ist irgendwo Chemnat oder wie das heißt. Und so bleiben die Feldern und dieses Umland relativ leer. Was ich euch noch zeigen wollte, ist hier das Neckartal. Da gab es auch einige Veränderungen. Die Autobahn ist hier nicht so ganz realistisch. Auch die Wasserpumpen, die hier durch die Gegend existieren. Dafür gab es jetzt einige Veränderungen an Ober- und Untertürkheim. Sowie an Hedelfingen, wo wir uns hier gerade befinden. Zuerst einmal hört hier ja die Stadtbahn auf, soweit mich nicht alles täuscht. A lovely piece. Und die verläuft hier jetzt tatsächlich oberirdisch und macht jetzt hier einfach eine unterirdische Schleife als Endstation in diesen Ort. Und über die Brücke geht es halt ins Industriegebiet, aber es gibt jetzt hier auch diesen Neckarhafen, den habe ich ein bisschen überarbeitet, damit er etwas besser wie in der Realität aussieht, auch wenn es auch die Straßen und die Gleisverbindungen hier. Und es gibt jetzt tatsächlich eine Insel mit einem Freibad, wie in der Wirklichkeit auch. Dort kann man halt baden und hier ist dann halt der Bahnhof und ich glaube da oben, das ist der Württemberg, da fehlt halt noch die Grabkapelle und die ganzen Weinberge, aber aufgrund von Limits kann ich jetzt auch keine vernünftigen Weinberge in City Skylines einrichten, um ansatzweise das Gefühl der Stadt hier zu vermitteln. Ja, Mercedes-Benz-Werk ist einfach ein großes Sägewerk mit einem fetten Kraftwerk, damit die Leute, die das mit wenig Mods einfach runterladen, auch mal Strom in der Stadt haben.
Und hier ist ein riesiges Gebiet, was eigentlich ein Güterbahnhof war und brach liegt. Ich habe einen Teil der Gleise entfernt, damit ich mit den Limits klarkomme. Haha, ständig das Thema. Und der Gewer Tower in Fellbach steht hier auch. Der ist jetzt fertig, damit so die Landschaft so ein bisschen stimmt. Ja, hier kommen wir nach Bad Cannstatt. Ein wunderschön gemütlicher Stadtteil. Es gab ja einen Park-DLC, aber ich habe mir jetzt keine Mühe gemacht, den Kurpark in Bad Cannstatt vernünftig nachzubauen. Deswegen sieht das hier alles, wie es aussieht. Auch wenn es da wunderschöne Parks gibt. Dann nochmal der Gewer Tower, Wilhelmsplatz Bad Cannstatt und Bahnhof Bad Cannstatt. Wo es auch noch geringfügige Veränderungen gab, ist hier. Also durch das DLC konnte man jetzt vernünftige Zoos bauen. Auf jeden Fall, das ist jetzt die Wilhelma in etwa. Die ist jetzt halt noch nicht so ganz weit gelevelt, deswegen fehlen da noch viele Gebäude. Aber so von der Größe her passt das jetzt eher als nur hier so ein kleiner Streifen, wie es davor war. Und man kann jetzt auch vernünftige Parkwege bauen. Also hier Rosensteinpark und Schlosspark. Mit Observatorium sieht schon mal besser aus. Und dann wurde der Killesbergpark auch minimal überarbeitet. Also nur Wege und dann halt Eingänge. Da ist jetzt auch ein Schwimmbad. So, was habe ich noch verändert? Ich habe in Feuerbach mich ein bisschen ausgetobt. Das kann man sehen. Ich habe versucht, jetzt hier diese großartige Kreuzung am Pragsattel möglichst realistisch nachzubauen, so von der Belegung der Straßen. Und folgendes Chaos ist draus geworden. Also, das ist hier die Pragsattel-Haltestelle. Was fehlt, ist natürlich der Bunker. Daneben das Polizeipräsidium, ehemaliges Robert-Bosch-Krankenhaus. Dann sind da jetzt Hochhäuser, weil ich dachte, ich habe hier nur bei City Skylines ohne großartige Mods die Auswahl zwischen hässlichen Berlin-Bauten und so super modernen Zeug. Also habe ich mich für super moderne Zeug genommen. So, die Straßen sind jetzt hier mehrspurig. Und in der Mitte verläuft halt die Stadtbahn, wie das in der Wirklichkeit ist. Das sind jetzt die ganzen Autohäuser und der ganze Kram, Zulassungsstelle. Ja, und hier wäre halt Mediamarkt und der ganze Kram. Und so sieht das jetzt hier etwa aus. Hier das Industriegebiet in Feuerbach. Auch einen Bahnhof habe ich gegen einen relativ modernen ausgetauscht und versucht, das ganze Güterverkehrschaos in Feuerbach so weit zu entschärfen, dass die Stadt halbwegs wieder funktioniert. So, kommen wir weiter nach Zuffenhausen. Da hat sich auch ein bisschen was geändert, denn der östliche Teil des Stadtteils ist jetzt soweit fertig mit Mönchsfeld. Das merkt man hier an den Blocks. Und so ein paar Nebenstadtteile sind auch fertig und der Feuerbach fließt dank Abwasser weiter vor sich hin. Hier das wunderschöne naturgeschützte untere Feuerbachtal mit Abwasser befüllt. Einfach eine tolle Sache. Sehr, sehr schön und ja, idyllisch. So die Vorstädte, wo ein Einfamilienhaushalt mehrere Millionen Euro kostet. Ja, hier geht es schon fast nach Convestheim. Und da, wo Convestheim anfängt, da hört auch Stuttgart auf. Deswegen habe ich da nichts gebaut und auch die Schienen, soweit es ging, abgerissen. Kreuzzuffenhausen und Stuttgart-Stammheim. Mit einem kleinen Industriegebiet, was schon irgendwie in Convestheim liegt. Das existiert zwar, inklusive des Ansatzes vom Güterbahnhof, aber hier ist ja nichts großartig los. Und Stammheim hat jetzt auch natürlich eine schöne JVA hier bekommen. Die Straßenbahn, die kreuzt hier noch mit der Schleife am Ende, weil das von der Technik hier in City Skylines besser umzusetzen ist. Ich glaube, die mögen einfach Kopfenden nicht so ganz gerne. Ja, was gab es noch? Weitere kleine kosmetische Änderungen hier, wie zum Beispiel Veränderungen an Straßenkreuzungen, kleine Optimierungen. Hier hinten, dieses fette Ding gehört Porsche. Daneben ist eigentlich das Porsche-Museum, was ich hier irgendwie nicht so ganz darstellen konnte. Schauen wir uns das, den Norden jetzt einfach mal ein bisschen von der Entfernung an. Also hier verläuft die A81, das ist B14, glaube ich. Und hier die B27 bis runter nach Feuerbach, da hinten liegt die Innenstadt. Hier kann man Feuerbach sehen und das ist Korntal Münchingen. Und die Salitud-Allee oder wie die heißt, die verläuft jetzt hier geradeaus, eigentlich direkt bis zum Schloss, was ich da auch oben auf dem Berg angedeutet habe. Irgendwo. Nee, das ist hier verschwunden. Wahrscheinlich gab es irgendwie ein DLC oder ähnliches, also da gehört auf jeden Fall das Schloss hin.
Da kann man es hinpflanzen. Ja, ihr könnt sehen, Ditzingen ist eigentlich nur für Abwasser da. Und Giebel fehlt komplett, weil das irgendwie, ja, weil dieser Teil ja hier irgendwo an der Stadtgrenze verläuft. Und deswegen gibt es hier nur Walmdorf und Kronthal. Die Straße hier ist immer noch zweispurig, was im Original ja nicht ist, da ja dort nur, ja, so eine normale Bundesstraße mit 60 km/h wegen Luftreinhaltung ist. Und hier noch ein Blick auf Stuttgart-Feuerbach. Und so sieht das Ganze jetzt hier vom Westen aus gesehen. Hier haben wir die Innenstadt, dann das Neckartal, den Stuttgarter Norden und den Süden ein bisschen weiter von der Entfernung. Also es ist eine Riesenfläche. Was ich euch noch zeigen möchte, ist so ein bisschen die Technik, die jetzt hier überall dahinter steckt. Dazu lade ich das mal, dann seht ihr, wie viele Gebäude leer sind, irgendwie Mülldeponien überfüllt sind. Also das, was man auf jeden Fall nicht so ganz sehen konnte, was eigentlich extrem viel Arbeit war und im Endeffekt so ziemlich überhaupt nichts gebracht hat, ist das U-Bahn-System. Also die Linien sind jetzt tatsächlich nach den richtigen U-Bahn-Linien bezeichnet. Ich glaube, zwei fehlen mir noch zu meinem Glück. Und wenn man die jetzt anklickt, dann hat man jetzt hier die verschiedenen Haltestellen und die sind teilweise auch dann nach den richtigen Orten benannt. Ich glaube, ich guck mal einfach in der Innenstadt. Da sind die bestimmt irgendwie bezeichnet. Hauptbahnhof ist schon mal richtig. Stadtbibliothek ist richtig. Und Eckartshaldenweg, Pragfriedhof ist richtig und so weiter. Also war natürlich ein Riesenspaß, so Haltestellen einfach zu benennen. Neckartor. Und es ist auch vollkommen sinnlos, da irgendwie nur 1000 Leute in der Woche dieses wunderschöne U-Bahn-Netz nutzen. Totaler Schwachsinn. Die meisten fahren fast also mit dem Bus. Auch wenn ich jetzt mir nicht die Mühe gemacht habe, die ganzen Buslinien hier korrekt auszugeben. Was wir noch machen können, ist ganz zum Schluss uns die Stadt bei Nacht anzuschauen. Der Tag am Schlossplatz neigt sich nun jetzt dem Ende. Zeit einfach auch mal ein Gesamtausmaß des Projekts zu zeigen. Ich zoome jetzt zurück. Die Ruckler kommen von meinen Rechnern. Allein das Laden des Spielstands erfordert 8 GB Arbeitsspeicher. Der Rechner hier hat 24 GB, das heißt, es reicht. Und wir haben hier Stuttgart Mitte. Wir haben die ganzen Stadtteile im Norden soweit. Wobei der Norden jetzt hier irgendwie unten ist. Ist eigentlich der Süden. Und wir haben auch jede Menge Stadtteile im Süden der Stadt fertig. Was fehlt, ist natürlich ein bisschen der Osten der Stadt und das ganze Umland. Also hier Konvestheim, Ludwigsburg, Ditzingen, Münchingen, glaube ich. Und hier halt Filderstadt, Ostfildern und die ganzen Sachen. Und hier halt Fellbach, das fehlt. Ja, aber es ist ja im Prinzip das letzte Video zu diesem Projekt. Weiter wird jetzt nicht mehr gebaut. Ich weiß nicht, wer von euch allen schon mal abends auf dem Stuttgarter Fernsehturm war. Ich habe es mal gemacht, das war echt schön. So, und wir beginnen unseren abendlichen Rundflug natürlich am Stuttgarter Flughafen. Befinden uns hier über dem Neckartal und wir freuen uns der Lichter. In manchen Teilen ist es schon dunkel geworden. Ansonsten strahlt die Stadt noch stark in der Abendsonne. Aber die ersten Straßenlaternen sind an und es wird langsam dunkel über den Te Kessel. Der Feinstaub legt sich und die Nacht beginnt. Der Sonnenuntergang findet leider im Osten statt. Das tut mir leid. Normalerweise muss es auf der anderen Seite die Sonne untergehen. Ich glaube, ich habe einfach was bei der Erstellung der Karte total vermurkst. Ja, und so sieht das Ganze bei der Nacht aus. Ich zoome jetzt mal ein bisschen zurück. Das ist hier die Innenstadt mit dem Stuttgarter Norden. Dann sieht man einfach diesen riesigen Ausmaß dieses ganzen Bauprojekts und wenn ich weiter Richtung Süden dann halt scrolle und jetzt auf der höchsten Entfernungsstufe bin, dann sieht man, was es einfach ein Riesending ist und jeder Stadtteil für sich schon so groß ist wie
eine normale, komplette City Skylines-Stadt. Ich hatte einmal das Vergnügen, im Dunkeln in Stuttgart abzuheben. Ich flog nach Amsterdam und dann weiter nach Kanada. Und was mich sehr beeindruckt hat, waren vor allem so kleine Stadtteile wie das hier, wo man Einfamilienhäuser gesehen hat und dann die einzelnen Straßenlaternen in den Siedlungen. Das sah aus wie so Perlenketten. Also ganz ähnlich wie hier. Und dann dachte ich mir, wow, die Leute von City Skylines, die haben es echt drauf gehabt, da richtig zu bauen. Und vor allem hier, die verschiedenen Straßen haben verschiedene Laternen und das Ganze wirkt halt im Dunkeln total dynamisch. Ich kann ja noch für euch mal die Escape-Taste drücken und gucken, wie der ganze Großraum Stuttgart dann bei Nacht hier aussieht. Ja, und wären es jetzt nicht die verbuggten Sachen an den Seiten, dann hätten wir hier jetzt ein wunderschönes Bild, aber das sieht dann nicht so gut aus. Ja, so sieht auf jeden Fall meine Interpretation denn heute aus. Ich danke euch für das Zuschauen dieses Videos, für das Dranbleiben, jetzt die 4 Jahre oder 5, wo ich da dran war. Ich glaube, viele haben auch meinen Kanal nur deshalb abonniert. Ja, ich muss euch da enttäuschen, es wird kein Update dieser Art geben. Und ob ich die Zeit jetzt finde, noch weitere Städte anzubauen, ist mir auch nicht ganz klar, denn ich habe halt Familie und die geht vor. Aber wenn ich die Chance dann habe, dann hätte ich gerne eine interessante Stadt, die sich recht aufbauen lässt. Also wie gesagt, ich halte Stuttgart für ein Kunstwerk, deswegen habe ich es nachgebaut. Aber ihr könnt mir in den Kommentaren auch gerne Vorschläge machen, ob ich eine schöne Stadt nachbauen soll, was natürlich schwer ist, oder eine hässliche. In puncto hässliche Städte hätte ich auch schon selber einige Favoriten, die ich aber hier nicht nennen werde, weil ich keine Menschen beleidigen möchte, die dort wohnen. Auch hässliche Städte können Kunst sein. Somit wünsche ich euch einfach viel Spaß selber jetzt mit dem Spielstand, den ich bei Steam Workshop hochladen werde. Ja, so viel werdet ihr hier nicht machen können, wahrscheinlich wegen den Limits. Aber vielleicht manche oder andere Ecken nachbearbeiten, die ich einfach sehr schnell vor mich hin geklatscht habe. Also danke nochmal fürs Zuschauen. Bis zu den nächsten Videos. Danke fürs Dranbleiben. Bis dann.